Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute hat uns eine Weihnachtsbox erreicht und es ist quasi Sammys Weihnachtsgeschenk. Und zwar haben wir die Tough Cookie Box in der Xmas Edition hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, Leute, das sage ich euch, die ist erstmal optisch wunderschön, definitiv. Die kostet 85,99 €, das erstmal vorab. Da sollen aber richtig krasse Sachen drin sein. So. Und da hat die liebe Linda gefragt, ob ich Bock habe, mit Sammy die zusammen vorzustellen. Ich habe gesagt, klar, Sammy und ich sind da gerne mit am Start. Normalerweise ist es ja eine Abo-Box, die ein bisschen weniger kostet. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Ein bisschen ist gut, ich glaube so 25,99 € aufwärts so den Dreh, ne? Genau, die ist jetzt tatsächlich ein Klopper, aber es ist Weihnachten und man möchte seinem Mr. Bau oder seiner Mrs. Bau ja auch gerne eine kleine Freude bereiten und ja, wenn man Lust hat, einfach auch so ein großes Geschenk zu kaufen oder zu verschenken, ne, weil das verschenkt man ja auch gerne mal an Hundebesitzer, ist das vielleicht eine ganz gute Nummer. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit verlinkt. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal reinschauen, was da so sich drin befindet. Ich habe mein Weihnachtshaarreif drauf, ich habe mich weihnachtlich angezogen, ich habe Weihnachtssocken an. Und ja, aber Sammy ist, wie er ist, ne? Ich finde, dass er einfach zu jeder Jahreszeit von seinem Fell her passt. Ich ziehe dem ja ungern Kleidung an. Deswegen, ja. Bleibt er, wie er ist, ne, Sammy? Denn so bist du wunderschön. Und er so, Frauchen, laber nicht, mach die Box auf. Das mache ich auch. Ich finde es halt super süß, dass hier auf dem Versandkarton tatsächlich hinten drauf steht, auf meiner Adresse, ne, dem Hund hier so eine kleine Mütze aufgesetzt worden ist und hier auch ein Schneemann mit bei ist. Ich finde es cool, dass die tatsächlich auch den Transport so überlebt haben. Denn sonst ist es ja öfters mal, dass solche Klebis auch abfallen. So. Genau, ich habe jetzt hier mich auch schon bewaffnet mit einer Schere und einem Löffel, denn wer weiß, was hier so drin ist. Bei der Tough Cookie Box ist es halt einfach mal prinzipiell so, dass es eine schöne Abo-Box ist für Hunde, wo man halt sich keine Gedanken darüber machen muss, dass da irgendein Schmuh drin ist. Ne? Da kann man sich voll auf die Linda verlassen, weil die halt echt Erfahrung hat und da echt gute Sachen reinpackt. Und da habe ich mir auch schon das ein oder andere dann immer wieder nachgekauft. Zum Beispiel so, was hatten wir letztens, Sammy? Dieses Rehbein, fällt ja voll drauf ab, ne? Ich habe letztens hier noch bei uns in der Wohnung einen Knochen gefunden. Das war der Rest vom Schützenfest. Bei den Knochen ist der meistens nicht auf, aber die Hufe waren irgendwie verschwunden. Ich glaube, die hast du gemampft, ne? Ja, er gönnt sich hart. Gut, dann würde ich jetzt zuallererst einfach mal hier die Box aufmachen. Und ich bin wirklich gespannt, ne? Das ist jetzt mal eine kleine Überraschung für uns alle tatsächlich. Oh mein Gott, ja. Hier sind schon schöne Sachen drin und Sammy freut sich schon. Ich lasse ihn auch erstmal schnuppern. Ich würde sagen, Sammy, du übernimmst das Unboxing. Hier ist deine Schere, da vorne ist ein Löffel, ne? Gönn dir hart, ich ziehe mich dann so weit zurück. Ich sehe hier auf jeden Fall eine schöne Decke drin, also das kann auf jeden Fall was werden. Genau, ja, Sammy wartet ja immer sehr geduldig ab, dass Frauchen dann auch endlich mal ihre dienerischen Pflichten erfüllt und die Box öffnet, ne Maus? zuallererst haben wir hier nämlich Putenhälse drin und das ist auch die Marke, von der ich jetzt schon super viel nachbestellt habe und die Putenhälse kennt Sammy auch. Das ist 250 Gramm, also zwei Stück von Bora und man kann auch bei der Tough Cookie Box die Größe vom Hund zum Beispiel mit angeben und gut, Linda weiß halt, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das bei diesen... Ich dachte gerade, es hat geklingelt. Nö. Nee, dann hätte Sammy auch reagiert. Wobei er sitzt, ne? Sitzen heißt bei ihm immer, dass es geklingelt hat. Egal. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau. Ich glaube, bei diesen Surprise-Boxen kannst du halt nicht da was aussuchen, aber... Mach auf, Frauchen, mach auf. Ich fange hier an der Ecke schon mal an, okay? Ich habe auch gesehen, es gibt Geschenkboxen. Das heißt, wenn ihr eine kleinere Box verschenken möchtet, gibt es da auch eine Möglichkeit im Online-Shop. Schaut da auf jeden Fall einfach mal vorbei, ne? Genau. So, mache ich hier erstmal die Verpackung auf. Oh, ich sehe hier so schöne Sachen in der Box, Sammy. Siehst du das auch? Wenn ich dir jetzt diese, so einen Putenhals gebe, Sammy, da wirst du aber ewig mit beschäftigt. Aber hier ist so ein kleines Stückchen, das gebe ich dir. Ne? Das kannst du naschen. Soll ich dir das andersrum geben? Ja, erstmal anlecken. Ja, danke. Jetzt hast du mich angesabbert. Ich wollte nachher eh duschen, danke. Okay. Und die sind halt... weil es halt Hälse sind, hast du da jetzt nicht so Knochen oder sowas drin. Die sind eher so knorpelmäßig, ne?
man sollte schon darauf achten, dass dann auch alle restlichen Stücke vom Hund dann genascht werden, weil das verursacht eine kleine Sauerei. Aber man sieht es ja wahrscheinlich auch hier so ein bisschen. Ne? Aber ihm schmeckt das sehr, sehr gut. Das sind so typische Sachen, die er dann so für eine ganz besondere Belohnung bekommt. Wenn ich zum Beispiel einmal in der Woche gehe ich mit meiner Mama und Sammy eine ganz große Runde bei uns. Und dann kriegt er danach gerne mal so ein größeres Leckerli. Und dafür wäre das auf jeden Fall gut geeignet. Oder halt Weihnachten zum Beispiel, wenn alle dann zusammensitzen. Gut, bis Weihnachten wird die Box nicht mehr ankommen, aber Silvester zum Beispiel, ne? Wenn alle irgendwie am Feiern sind oder so und der Hund ist auch mit dabei und alle kriegen dickes Essen, dann wäre das ganz nett, wenn man dem Hund dann auch mal was Schönes gibt, ne? Ja, hier haben wir etwas drin, das werden wir tatsächlich nicht verwenden, weil ich habe da eine andere Alternative für Sammy. Sammy hat immer, wenn wir spazieren gehen, jetzt wenn die dunklere Jahreszeit halt ist, eine Warnweste an. Ich habe auch immer eine Warnweste an. Und dann habe ich auch so eine reflektierende Leine. Die hatten wir auch mal in der Tough Cookie Box drin. Und er hat auch so ein Blinky auf dem Rücken. Ne? Aber ansonsten hat er nichts groß Blinkendes um sich herum. Das hier ist eigentlich auch echt praktisch. Pet Safety, be seen, be safe. Also das ist natürlich super wichtig. Aber ich weiß nicht, ob Sammy das cool findet, wenn er quasi um seinen Hals drumherum ein Blinky hat. Glaube ich eher weniger. Aber das ist nicht schlimm, oder? Oder willst du das doch mal ausprobieren? Soll ich, aber das muss man erst laden, ne? Ja, weil sowas ist jetzt ein bisschen hardcore. Ah, das geht auch durchgehend. Okay. Na komm, wir probieren das mal anders. Vielleicht hast du da ja dann doch irgendwie Bock drauf. Hm? Wollen wir mal gucken? Weil man hat hier auch so ein Ladekabel natürlich mit dabei, dass man das laden könnte. Ich weiß jetzt nicht. Soll ich das einfach so durch die... Ja, geht ja nicht anders, ne? Weil das ist jetzt... Ja, dann guckst du mich auch an, als wäre alles bekloppt, ne? Ja, das würde ich dann, wenn, dann durchgehend leuchten lassen. Aber ich glaube, das ist dir zu groß, oder was meinst du? Na guck, ne? Angelegte Ohren. Naja, ich weiß nicht, Frauchen. Muss das sein? Muss das sein? Das hattest du gerade um deinen Hals, Maus. Ja, fandst du nicht so geil, ne? Ja, deswegen, also ich lasse ihn dann ja auch gerne frei laufen und ich glaube, das wird er verlieren. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das enger stellen könnte. Machst du jetzt wieder alleine weiter, Mausi? Ist okay. Oh, wir haben ja auch Spielzeug. Ach, guck mal. Alva. Alvas Kauknochen. Kauknochen aus 100% finnischer Elchhaut. Perfekt für natürlichen Kauspaß. Von Alva Pet. Wow, wow. At alvapet.com. Aha. Oh. Sind wir jetzt groß. Komm besser hier hin. Elchhaut ist auch interessant, ne? Was ein Klopper. Also da hast du richtig lange was von. Hast du schon mal, du hast schon mal Elch gehabt, oder? Soll ich dir den mal hinlegen? Das ist ganz schön schwer. Lass ich dich mal knäbeln, ne? Jo. So, wir hätten hier, aha, das hast du gerochen. Die Würstchen waren offen. Okay, von Ani Bio haben wir hier. Na, kriegst du jetzt schon mal. Oh, du bist im Paradies, ne? Oh. Bioli, wenig Fett, belohnt den Hund und pflegt die Zähne. Wildwürstchen, 80% wild. Qualität aus Schleswig-Holstein. Und hier war nämlich was offen. Ja, ja, da freut er sich, der kleine Mann. Solche Würstchen sind natürlich auch mal ganz schön, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel hier drin ist. Es ist halt eine Packung. 7 Stück ist hier der Inhalt immer mit dabei. Ich blende euch die Bilder dann ja ein, weil von hier, ne, ihr seht es ja kaum. Finde ich gut. Also das ist mal so ein etwas schnellerer Snack, weil das halt, also so ein Zwischending zwischen dem Putenhälsen und diesem Elchvieh natürlich, haben wir hier so ein ordentliches Würstchen. Würstchen finden Sammy immer klasse. Hast du aufgegessen? War das gut? Ja? Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich die Decke und die wollte ich noch mal rausholen. Das ist ja mal riesig flauschig. Oh mein Gott. Oh, die finde ich ja schön. 100% Polyester ist das. Bei 30 Grad kannst du es waschen. Das ist eine schöne, große Decke. Die ist wirklich schön groß. Hast du ja auch, upsala, dein Vieh? Ja, ne? Die passt auf dein Vieh. Ist jetzt natürlich lila, aber das ist nicht schlimm. Von der einen Seite haben wir so eine etwas gröbere Struktur. Da freut sich Sammy mit seinem Härchen. Und hier haben wir eine etwas feinere Struktur. Also, ich finde die klasse. Was meinst du, Sammy? Muss Bräuchchen natürlich gleich erst meine Wäsche packen. Aber dann, ich kann das ja mal hier drauflegen. Du kannst ja mal gucken, wie du das so findest. Hm? Ein bisschen flauschi? Aber die ist echt schön groß. Mensch. Ne? Komm mal hier. Mach mal Test liegen. Nicht? Komm her. Na komm.
Sushi. Und das ist natürlich klasse, ne? Guck mal, das gefällt ihm. Das ist ja schön. Das mag ich auch gerne leiden. Das sieht auch so gemütlich aus, ne? Als hätte man dann dem Hund so ein kleines Bettchen. Ja, okay, gemütlich, Bettchen, bla, gib mir Essen. Okay, hier haben wir von Bonnie and Spike Feel Good Snacks, Happy Legs, Superfood Infused Dog Food, 100 Gramm. Und da scheint irgendwie auch Granatapfel, nein, was ist denn da drin? Wir glauben, dass unsere Hunde das gleiche verdienen wie wir. Die verdienen tatsächlich sehr oft sogar sehr besseres Essen als wir. Bonnie and Spike bietet deinem Hund cleane Nahrung aus Zutaten in Lebensmittelqualität, die so kreiert sind, dass sie den Ansprüchen an unsere eigene Ernährungsweise gerecht wird. Okay, krass, teilweise, also du könntest dann theoretisch das selber essen, ne? Getreidefrei, ohne Zuckerzusatz, ohne Nebenerzeugnisse, ohne Zusatz und Mahlzeit, Konservierungsstoffe. Frisches Wildfleisch, 70%. Also theoretisch könnte ich das jetzt auch essen, aber ich tue es nicht. Nein, ich habe das irgendwann mal, glaube ich, sogar gemacht, dass ich mal was probiert hatte, aber dann habe ich es wieder rausgeschnitten, weil ich mir gedacht habe, das ist mir dann doch irgendwie zu... Nee. Also theoretisch, Hundefutter hat eine bessere Qualität als eine TK-Pizza, safe, ne? Und das hier sind sehr trockene und sehr feste Viecher, aber sehr klein. Also für Sammy genau perfekt. Er steht drauf. Ne? Der schmeckt. Das schmeckt dir. Sehr gut. Juti. Dann haben wir hier das nächste und zwar Winter Edition Wildhupferl und Granatapfel von Escapure. Reines Fleisch, luftgetrocknet, Buchenholzrauch. Das ist auch nett, ne? Frisches Wildfleisch, hundegerecht gestückelt, schonend und natürlich luftgetrocknet und im Buchholzrauch veredelt. Interessant. 97% wild luftgetrocknet sind hier von Sammy. Das sieht aus wie so eine Dose für so Bonbons, ne? Wie viel haben wir denn hier drin? 50 Gramm ungefähr steht hier drauf. Ach, guck mal, ja, das sind auch so Dröpskes. Blende ich euch auch mal eine Nahaufnahme von ein. Da gibt es ja auf den Homepages meistens echt gute Bilder, ne? Ja, wie heißt die Marke? Escapure. Da hatten wir auch schon öfters was von, ne? In der Box mit bei. Das finde ich sehr ansprechend. Und das ist natürlich auch eine gute Geschichte, die man halt, wenn man Weihnachten, also wir zum Beispiel fahren Weihnachten ausschließlich zu unseren Eltern halt, ne? Und sind dann an drei verschiedenen Baustellen, beziehungsweise dann nochmal ein bisschen später an der vierten. Und das kannst du auch schön mit in der Tasche mitnehmen und hast dann nicht irgendwie so ein offenes Irgendwas. Also auch die Dose, die kann ich mir gut mitnehmen, weil ich habe eine extra Spaziergehtasche. Weil wenn ich dann solche Würstchen mitnehmen würde, schwierig, ne? Da kannst du besser so eine kleine Geschichte machen. Klar wird Sammy da auch sein normales Futter mitkriegen und so, aber das nehme ich wirklich mit. Das ist echt klasse. Und ja, jetzt haben wir hier noch einiges drin tatsächlich. Also doch, also für 85,99, da kriegst du auch ordentlich was für dein Geld, ne? Hier haben wir so eine Rolle. So was Ähnliches hatten wir auch schon mal. To Glow Extends Playing Time with Your Best Friend. Ach so, das ist dann quasi auch in der Dunkelheit sichtbar. Das ist ja auch interessant. Muss dann wahrscheinlich sich erstmal aufladen, ne? Also nicht aufladen, sondern quasi Licht sammeln, so wie das ja zum Beispiel bei so Poster hatte ich auch damals als Kind, ne? Die dann halt im Dunkeln geleuchtet haben, weil sie über Tag halt die Sonnenenergie gespeichert haben. Das könnte man hiermit auch machen und dann kann man halt in der Dunkelheit spielen, weil klar, jetzt ist es eigentlich so, wenn du abends nach Hause kommst von deiner Arbeit, kannst du gar nicht mehr draußen mit deinem Hund spielen, weil es einfach zappenduster ist. Da kommt einem das auf jeden Fall zu Hilfe und dann kann man das machen. Hier drin ist dann so eine Aussparung, da kannst du so noch Leckerlis reinmachen, dass der Hund ein bisschen mehr Bock drauf hat, das Ding dann auch zu suchen und zu finden. Weil so ein reines Silikon-Plastikteil macht den Hund jetzt nicht ganz so scharf, ne? Und deswegen glaube ich, dass, ne, das können wir auf jeden Fall mal probieren. Ich habe halt das Glück, dass ich halt jetzt aktuell selbstständig bin und da tatsächlich die Möglichkeiten habe, mit Sammy draußen im Hellen zu spielen. Aber ich glaube, dass sowas wirklich für, ne, wenn ich wieder normal arbeiten gehe, echt klasse sein wird. Schön, ne Maus? Ja. So, dann habe ich hier das nächste und das sieht irgendwie aus wie eine Mütze. Steht drauf, Größe L. Da bin ich ja mal gespannt. Weil wie schon gesagt, ne, meinem Hund ziehe ich keine Kleidung an. Oh je, was ist das denn? Hä? Linda, was mache ich denn damit? Ist das wie so eine Leine? Oder ist es ein Spielzeug? Weil das ist ja gewebt, ne? Also nicht gewebt, sondern gehäkelt irgendwie. Oder mache ich das hier oben? Dass ich das dann an dein Halsband dran mache und dann hängt das so nach hinten durch? Ich glaube,
Ich weiß nicht, findest du das cool, Maus? Weißt du auch noch nicht, ne? Na, es ist witzig, aber ich weiß noch nicht so genau. So, dann habe ich hier was drin. Oh, das finde ich cool. Mit Smoothie Dog hatte Sammy ja auch schon mal eine Kooperation. Und hier haben wir auch was von Smoothie Dog drin. Das finde ich toll, denn das sind halt so Dinge, normalerweise kann man das schön nehmen, wenn der Hund halt nicht so gerne trinkt oder wenn man unterwegs ist und das halt so ein bisschen anregen möchte, ne? Dann habe ich auch so einen Doggy-Roller, wo ich das einfach reinfüllen kann. Danke, du hast mich angenäst. Das ist total eklig gewesen, Sammy. Da hast du mich angenäst. Das ist nass jetzt da. Warum machst du dich auch mal? Find's auch nicht cool, ne? So. So ein Wurm, ne? Niest er mich einfach an, nur weil ich ihm zu langsam bin. Auf jeden Fall ist das eine ganz gute Geschichte für zwischendurch. Oder wir haben auch so eine Matte gehabt, so eine Licky-Matt, ne? Da konnte man das drauf machen. Da hat der Hund ein bisschen Spaß gehabt mit seiner Zunge. Und ja, genau. Und das hier ist jetzt die Happy Xmas Pute. Und ja, das werde ich dann Sammy auf jeden Fall zu Weihnachten geben. Da freust du dich, ne? Wenn wir bei meinem Papa und seiner Frau sind, dann kannst du deinen Happy Dog Smoothie Happy Pute essen. Yay! Freude! Nein, das ist schon cool. Und hier haben wir Pute vor allem drin. Muskelfleisch, Karotte, Kürbis, Pastinake, Apfel, Amaranth, Thymian. Das ist auf jeden Fall cool. Normalerweise steht hier auch bei Smoothie Dog immer so die von der Füllstandsgeschichte her, ne? Wie viel du von welchem Zusatz da halt so drin hast, was ich echt cool gemacht finde. Hier ist es jetzt die etwas weihnachtliche Variante. Da sieht man das jetzt so nicht drin, aber das kriegt er dann auf jeden Fall zu Weihnachten, der kleine Mann. Komm, kriegst noch ein Leckerli, weil du mich gerade so wundervoll angenießt hast. Klasse. Und dann habe ich hier das letzte drin. Nein, noch nicht ganz. Da kommt gleich noch eine Karte. Und das ist ein Spieli. Dieses Spieli wird Sammy sehr schnell vernichtet haben. Weil es sieht so süß aus. Oh, ich will es behalten. Er hat letztens erst einen Tiger bekommen, ne? Der lebt noch halbwegs. Er hat auch mit geschmust. Es war sein Freund, aber er hat ihn schon ein bisschen auseinandergenommen. Ist das nicht süß? Ich finde das sau süß. Und das ist immer so weich und so flauschig. Und das hat ein Quietschi drin. Das ist süß, ne? Findest du gut? Das ist so niedlich. Soll ich euch nochmal quietschen? Ärgert die dich? Ein kleines bisschen. Manchmal. Manchmal. Meins. Deins. Meins. Das Ding hat eine Weihnachtsmütze auf. Darfst du behalten? Willst du nicht? Noch ist er schüchtern. Aber gleich, wenn ich hier die Sachen wegräume, dann wird er sich draufstürzen und es lieben. Ja, hat auf jeden Fall hier ein Spieli mit dabei, finde ich cool. Das ist so niedlich. Okay, und dann habe ich hier von der lieben Linda noch eine Karte mit dabei. Oh, guck mal. Da sehen wir das ganze Team. Merry Christmas and a Happy New Year. Das finde ich richtig süß. Und ich glaube, da ist sie mit ihrem Mann. Ich weiß nicht, ob das ihre Schwester ist. Es ist die besinnliche Zeit des Jahres und ich möchte dir, dir die Menschen hinter der Kulisse etwas näher bringen, die meinen Traum von Tough Cookie mit verwirklicht haben. Meine Familie ist das Fundament von Tough Cookie, stark und unersetzlich. Mein Verlobter Ali ist meine Glühbirne. Er hat immer die besten Ideen. Meine herzliche Freundin Tough oder Tof rückt Tough Cookie stets ins rechte Licht und unser Logistikpartner in Österreich bringt die Geschenke zu dir und deiner Fellnase. Zu guter Letzt ist dann natürlich auch noch Amelie, die mir mit ihrem Blick, Schwanzwedeln oder ihrem Heißhunger zu verstehen gibt, welches die wirklich gut schmeckenden Leckerlis sind. Mein Dank gilt all diesen lieben Menschen und Tieren, aber natürlich geht mein Dank auch an dich. Danke für deine Treue und dein Vertrauen in mein kleines, junges Unternehmen. Ohne dich wäre Tough Cookie nicht möglich. Ich wünsche dir und deinen Lieblingen ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Linda. Mega cool! Da habe ich hier auch eine Weihnachtskarte. Das finde ich echt schön. Das ist echt süß, ne? Und auch die Hunde mit abgebildet. Das ist cool. Ne, Maus?
Warum hat die aufgehört, mir Nachschub zu geben? So geht das hier nicht weiter. Diese inkompetenten Mitarbeiter. So komisch. Ja, das war jetzt die Tough Cookie Xmas Box. Ich finde die richtig, richtig gut. 85,99 ist, wie gesagt, echt eine Herausforderung für manche Leute wirklich, ne? Und auch eine Ansage tatsächlich. Ich finde den Inhalt aber geil. Sammy gefällt es offensichtlich halt richtig gut und das ist ja die Hauptsache, ne? Darum geht es ja, dass er den Tieren der Inhalt gefällt. Und da hat Linda auf jeden Fall eine schöne Auswahl getroffen und tolle Produkte in diese Box mit reingegeben. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass wenn man diese Box zu Weihnachten verschenkt an jemanden, der halt einen Hund zu Hause hat oder seinem Hund schenkt, dass man da auf jeden Fall eine Freude machen würde. Oder halt, ja, zum Geburtstag oder. Du willst jetzt von alleine in die Dose reingehen, oder was? Du hast ja wohl Lack gesoffen, kleiner Mann. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Ich verlinke euch mal alles unten in der Infobox. Da könnt ihr dann vorbeischauen und euch die Box dann mal angucken, ob ihr die dann vielleicht euch holen möchtet. Ja. Ne? Also empfehlen kann ich sie. Also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt definitiv, weil das halt gute Produkte sind, die da drin sind. Kleiner Mann macht mich wahnsinnig. Ihr Lieben. Ja, ich glaube, ich muss hier mal zusehen, dass ich die Sachen wegräume. Sammy wird auch schon ganz nervös. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten, da so, meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!